Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Factorio, weiterhin mit meiner Wenigkeit Labor. So, jetzt haben wir das hier mit der Schaltung auch hinbekommen. Ich find's cool. Also ich muss euch das ganz ehrlich sagen, wenn das wirklich funktioniert, dann werde ich das an den anderen Bahnhöfen auch noch machen. Mit der Schaltung. Weil so beladen wir wirklich zu 100% den Zug gleich. Kommt er gar nicht wieder? Da kommt er. Brumm, 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 brumm. Kann die Forschung auch schon wieder starten hier. Ja, wir machen einfach hier weiter, zack, forschen. Also beladen sollte jetzt ja mega schnell gehen. Also der haut ja jetzt mit Sicherheit so schnell ab. Zack, 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 zack. Und erfüllt jetzt wirklich alles perfekt. Ja, zack. Und jetzt macht er alle Kisten wieder gleich. Ja, so dass wir in dem Sinne keine Probleme bekommen. Problem, was wir jetzt haben werden, dass wahrscheinlich mein Gebautes hier nicht so 100% ist, dass hier genug ankommt. Ja, also da muss ich dann auch nochmal überlegen, wie ich das hier etwas besser handhabe, dass hier einfach mehr ankommt. Das ist ja wirklich nicht unbedingt viel, was jetzt hier übers Förderband läuft, weil der hier teilt das. Er nimmt den in dem Sinne was weg. Deswegen finde ich dieses Kram hier nicht so toll. Ja, das muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Wir könnten eher hier oben teilen. Weil wenn wir hier oben teilen würden, dann würden wir das mit den anderen unten noch austeilen, Leute. So. Und jetzt dürften eigentlich gar keine Lücken mehr entstehen, weil diese hier das jetzt eigentlich ausfüllen sollten, die Lücken. Bis unten. Normalerweise. Es könnte echt eng werden, ne? Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen voller. Es bringt uns nur nicht so viel. Und wenn man jetzt... Ja, ich glaube, das wird nicht funktionieren, oder? Dann nehme ich da oben zu viel weg. Die Lücken sind schon ziemlich groß, die er da drin hat. Aber so laufen einfach mehrere Maschinen. Könnte in dem Sinne auch einfach jetzt nur so ein Gedanke wieder den dahin machen, den dann da noch mit reinhauen. Und dann mal abwarten, wie sich das aufteilt. Ich finde das Prinzip gar nicht schlecht. Und meine Kisten, was machen die jetzt? Da seht ihr, jetzt fängt es nämlich an, dass diese hier wirklich voll laufen. Und das gleicht sich dann ja aus. Nur man muss auch sehen, was wir jetzt wirklich als Lagerpuffer wirklich haben, Leute. Das Lager ist wirklich riesengroß. Das Lager ist wirklich riesengroß. Und man hätte jede Kiste, man sieht, ja, man sieht, mit diesem System verbinden können. Dann würde alles gleich laufen. Alles, Leute. Und das hätte man auch machen können, ja. So langsam verstehe ich das Prinzip. Ist genauso wie hier. Hier hätte man vielleicht noch eine Lagerkiste damit zwischenknatschen können. Aber das ist doch auch so ziemlich gut, oder nicht? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es echt gut.
Es ist wirklich mal komplett was anderes, was ich jetzt hier in dem Sinne mal gebaut habe. Ich hoffe, es hat euch auch interessiert, weil das waren jetzt, ich glaube, ja, ich bin jetzt in der 7. Folge, also für eine Woche habe ich jetzt aufgenommen. Ich habe mich jetzt fast eine Woche nur um diesen Kram hier gekümmert. Für euch, in dem Sinne für mich, ein paar Stunden gespielt. Ich hoffe, es hat euch nicht so sehr gestört. Mir hat es auf jeden Fall, das macht mega viel Laune, Leute. Weil man muss auch einfach mal ein bisschen oben seinen Grips anstrengen. Und nicht einfach nur bauen, 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 bauen. Weil nur bauen, bauen, bauen ist ja nicht unbedingt die Lösung. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Sondern man muss sich ja auch ein bisschen mit den ganzen Sachen auseinandersetzen. Und das ist ja das, was ich gerade an diesen ganzen Sachen mega geil finde. Guck mal, die Typen kommen jetzt einfach an, bringen mir wieder Sachen. Ich liebe es, wirklich, ohne Scheiß. Das ist so gut. Das macht so viel Spaß. Haben wir hier mal noch ein bisschen Beton durch. Da könnte ich jetzt zum Beispiel auch immer sagen, hey, ich will immer 200 haben. Dann würden sie mir auch die ganze Zeit was bringen. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Schon heftig, oder? Ey. Ey. Er nimmt nicht den Strommast. Danke. Also, nee. Mach gern das Gegenteil, was du willst, Klabu. Ja, das war's. Haben wir auch mal wieder durchgehauen. Also eigentlich müsste ich alle Kisten jetzt miteinander verbinden. Ja, normalerweise. Um dass alle dann auch gleich voll wären, müsste man das normalerweise jetzt auch noch machen. Ja, zum Beispiel dieses Signal. Das würde dann bedeuten, ich müsste jetzt diese Arme wieder mit so einem Gerät verbinden. Dann diese Kisten mit diesem Gerät verbinden. Oder? Jetzt muss ich gerade überlegen. Die oberste Kiste oder die untere Kiste müsste ich dann... Immer die untere, ne? Richtig, das ist der Greifarm für diese Kiste und das ist der Greifarm für diese Kisten. Richtig. Und dann würde er in dem Sinne... Und dann müsste ich die auch alle miteinander verbinden. Das ist nämlich das, was ich hier nämlich auch falsch gemacht habe. Die müssen alle miteinander verbunden sein und das muss dann alles geteilt werden durch diese Summe. Hätte man nämlich dann auch nur ein Gerät gebraucht. So, das müsste ich dann in dem Sinne hier auch machen. Ja. Mal gucken, ob ich das beim nächsten Mal mache, Leute. Will euch da jetzt hier nicht 7 Folgen eures... ja, keine Ahnung... Ich hab schon wieder so innerlich so ein... jetzt hast du hier 7 Folgen so eine Scheiße gebaut, Kevin. Ja, nebenbei dann noch gestoppt und mir das nochmal angeguckt, wie das dann funktionierte richtig. Und also in dem Sinne, ja, ich verbringe dann schon mehr Zeit da drinnen um, weil ich das dann nochmal ausprobiere, selber hier drinnen in diesem Spiel. Aber das macht ja nichts, das ist ja alles okay. Man will euch da ja nicht die ganze Zeit mit auf den Senkel gehen. Ja. Was macht jetzt hier? Ja, guck mal. Also wir haben jetzt hier schon die 50. Hier speichert er jetzt auch schon 31. Ja, jetzt macht er noch die voll. Da kommen dann hier auch noch genug ins Lager. Ja, ist doch mega gut, oder nicht? Dann haben wir von den Teilen auch schon welche übrig. Ich wollte Solarzellen noch platzieren gehen. Das können wir eigentlich jetzt auch noch gerade machen. Weil wir tagsüber nicht mit Motoren...
nicht nur mit Solarzellen produzieren, sondern auch mit anderen Sachen. Also mit unserem, wie heißen sie, Dampfturbinen? Kohlekraftwerk? Dampfturbinen? Ich würde eher sagen Dampfturbinen. Zum Beispiel das Teil hier kann unten komplett weg. Gute. Ey, Viecher werden immer schneller, ne? Heftig. Ist schon cool. So, jetzt nehmen wir uns nämlich dieses hier. Warum nicht? War ich nicht dicht genug dran anscheinend, wa? So, jetzt gucken wir mal, wo haben wir denn noch solche Geschütztürme, die da überhaupt gar nichts mehr zu suchen haben. Das hier kann nämlich auch weg. Mal so ein bisschen mit Aufräumarbeiten mal wieder tätig, genau. Ups, jetzt habe ich eine Solarzelle mit abgerissen, aber das ist ja nicht schlimm. Damit kann man ja leben. Hier könnten wir dann mal wirklich bis zum durchziehen. Die hat dann keinen Strom. Das ist total der Kauderwelsch. Das hier muss so. Den setzen wir mal so. Dann muss. Erreicht. Der muss so. Ja, da unten. Ich komme hier nicht durch. Also da muss ich zwei weiter. Ein zu weit. Können wir das nämlich auch noch entfernen? Brauchen wir ja auch nicht, Leute. Also das ist ja Bullshit nur noch. Blub, 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 blub. Nach da unten die Reihe. Na gut, dann machen wir gerade selber. Viecher sind echt verdammt schnell. Solarzellen wieder platzieren. Ja, das passt dann mal wieder nicht. Aber ist es dann auch nicht so schlimm. Aber die Lücke ausgebessert. So. Jetzt muss ich mir in dem Sinne noch Gedanken machen, wo ich jetzt noch Solarzellen hinplatze. Ich könnte jetzt bis hier oben an der Mauer das setzen. Ja. Aber. Keine Ahnung. Ich könnte hier unten noch die Wiese abreißen. Hier den Wald. Sagen, damit fangen wir einfach mal an. So, darum sollen sie sich jetzt mal gerade kümmern. Dann können wir nämlich hier unten noch ein bisschen mehr Solarzellen hinsetzen. Alarm, drei Türme sind in Kampf. Ja gut, im Kampf sind sie ja immer. Das ist ja aber auch nichts Neues mehr. Halb zwölf schon wieder. Leute, 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 der Dach, der läuft. Wenn ich hier Factorio, das ist der Wahnsinn, wirklich. Hier, das läuft auch ziemlich gut. Also ich bin damit zumindest zufrieden. Da wird auch eine Seite zwar nicht richtig abgegriffen, aber hier unten die Produktion läuft. Hier das ganze Dingens läuft auch. Das müssten wir dann normalerweise auch mal ausbessern. Normalerweise. Ja, aber was ist schon normal, wenn man damit das erste Mal oder wenn man das jetzt ja jetzt auch erst gelernt hat mit den Signalen und wie man das baut mit, wie soll ich das sagen? Dass die Kisten gleichmäßig gesetzt werden oder gleichmäßig sind. Gleichmäßig voll sind. So, da kann ich dann ja auch nichts dran ändern in dem Sinne, ne? Ich wusste nicht mal am Anfang, dass es sowas gibt in Factorio. Ich habe so, ja. Wir werden so ein bisschen hier Bänder bauen und Produktionen und ja, gut, das war's dann.
Ja, nee, ist klar, Kevin. Das war's nicht in dem Sinne, ja? So, dann haben wir das nämlich auch weg. Dann nehmen wir uns jetzt wieder die Solarzellen und machen weiter. Dem Sinne vergrößern wir jetzt um 100 Solarzellen unsere Fläche. Ist nicht unbedingt viel. Oh. Bisschen Ordnung muss sein. Wir haben nur noch 9 Stück. Also, was sind 100 Solarzellen, Leute? Mal ohne Scheiß, 100 Solarzellen ist nichts. Jetzt ohne Scheiß, also na gut. Die 100 Solarzellen werden auch nicht unser Stromproblem komplett beseitigen, aber mehr haben wir ja zurzeit nicht. Wenn man jetzt guckt. Wenn man sich das jetzt anguckt, der ist gleich aus. Wenn ich jetzt noch ein paar Solarzellen hätte, könnte ich sogar fast schaffen. Also hier ist ja in dem Sinne die. Hier haben wir schon mal angefangen, diese Kabel zu ziehen. Könnt ihr euch daran erinnern? Das muss ich auch nochmal unbedingt ausbessern. Ja, da war der erste Versuch, wo ich dann während der Folge mir so gedacht habe: Boah, Kevin, irgendwas verstehe ich hier noch nicht. So, die Solarzellen sind fleißig zu Gange. Also, das hat jetzt eigentlich ziemlich gut geklappt. Knapp 80, 77,8 ist super. So, die holen jetzt mein ganzes Holz und das, ja. Das nehme ich auch weg. Hier mal ein bisschen Ordnung, Leute. Aber es sieht doch jetzt gut aus, oder? Täusche ich mich jetzt? Wie sieht es hier oben jetzt aus? Kann man das sehen? Also wir haben jetzt wirklich Probleme, dass die Kisten nicht mehr voll werden, ne? Ja. Und hier unten, ja gut, hier fängt es natürlich jetzt an, dass wirklich alles proppenvoll läuft, außer diese Reihe hier. Ja, also diese Reihe hier ist absolut gehende Leere. Deswegen müsste man das eigentlich bauen, dass ich jede einzelne auch noch ansteuere, jeder einzeln wirklich gleich voll ist. Und dann können wir in dem Sinne damit wirklich viel besser hantieren. In dem Sinne, das, was wir hier oben gemacht haben, in jede Reihe bauen. Das hier unten war Bullshit in dem Sinne. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber, das hier, ich muss jede einzelne Kiste sagen, so und so viel darf drin sein. Dann werden alle ausgeglichen und dann würde das auch funktionieren, Leute. Also meiner Meinung nach würde das dann funktionieren. Ja, also aber ich werde trotzdem dieses Segment für sich machen, dieses Segment für sich machen und dieses Segment für sich machen, weil wir ja jeder ein Waggon ist. Okay? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine in dem Sinne. Weil wenn der leer ist, der Waggon, dann schafft er ja den hier nicht mehr auszugleichen mit dem. Wenn der hier weniger ist, dann bleibt der stehen. Und deswegen muss jedes Segment für sich sein. Aber ich glaube, das würde dann schon ganz gut funktionieren und dieses hier hätten wir dann in dem Sinne nicht. Hoffe ich, dass wir dieses Problem dann nicht hätten. Das ist halt auch das Problem, wenn man gleichmäßig nicht von den Bändern runternimmt. Aber gut. Gut, ich sage damit vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, in dem Sinne war es nicht sehr nicht sehr erfolgreich, die Folgen, aber man hat das erreicht, was man in dem Sinne wollte, ne? Also, dass ich das Prinzip verstehe mit den
gleiche Mengen in den Kisten und dies und jenes, ne? Also eigentlich schon ziemlich gut funktioniert. Ja, die grünen kriegen wir leider nicht voll. Ich müsste hier aber versuchen. Na guck mal, die ist zum Beispiel schon ziemlich voll und die ist voll. Ja, klasse. Ich hoffe dann irgendwie, dass ich das hinbekomme, wenn ich beigehe und wie soll ich das sagen, noch ein bisschen mehr, ja, wenn vielleicht die Map etwas länger läuft, dass wir dann das doch hinkriegen mit den grünen Mikrochips. Na? Oder ich muss wirklich beigehen und müsste hier auch alles mit Anbieterkisten machen mit grünen Mikrochips, weil hier ist auch eine komplette Mikrochips-Produktion, das alles auch in die Anbieterkisten, hier unten auch alles. Dann könnte das wirklich funktionieren vielleicht. Weil jetzt würden sich das füllen, die Maschinen würden alle stehen bleiben, wenn die voll wären. Man hätte... Keine Ahnung, also wenn die Maschinen voll sind, dann spart man schon Strom, weil wenn man das jetzt sieht, wir verbrauchen kaum noch Strom. Wenn aber die Produktion dann richtig angeschmissen wird, weil die Anbieterkisten wieder leer sind, dann geht der Stromverbrauch wieder nach oben. Also das ist immer so ein Zwiespalt, den man hat. Was jetzt effektiver ist oder was nicht, keine Ahnung. Ich finde mein Prinzip ziemlich cool, mir macht es Spaß. Ich sage damit vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier passiert? Aber ist alles gut. Hier haben wir ja auch schon mit Anbieterkisten alles voll gemacht. Ja, wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder, Leute. Wieder was geschafft, was verstanden für Factorio. Ich bin gespannt, ob dann vielleicht nächste Woche schon das Update da ist. Bin ich mal gespannt. Bis dann, tschüss.